Ich habe mich damals für ein Studium an der Berufsakademie entschieden, weil ich in der Gegend studieren wollte, unbedingt was mit Menschen machen wollte und vor allen Dingen, weil meine Eltern mir kein Studium finanzieren konnten und ich darauf angewiesen war, Geld zu verdienen. Also ich komme überhaupt nicht aus einer akademischen Familie. Ich war Schulsprecherin am Gymnasium und in meinem Freundeskreis diejenige, die angesprochen wurde, wenn es irgendwie Schwierigkeiten gab. So eine Sozialpädagogik wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Und das hat mir der Berufsberater dann eigentlich nahegelegt, dass das doch was sein könnte. Ja, und war es tatsächlich. Angefangen von der Arbeit mit Jugendlichen über die Arbeit mit Erwachsenen im therapeutischen Kontext hatte ich die Möglichkeit, ein Fremdpraktikum zu machen und habe einfach die Vielfältigkeit, die hat mich sehr gereizt. Ich möchte keine Sozialarbeitenden ausbilden, die nur dieses, ich möchte helfen, ich mache andere Menschen von mir abhängig, weil ich ganz viel für die tue. Und letztendlich können sie dann nicht alleine leben. Und ich glaube, oder ich weiß auch, dass wir immer noch so junge Leute im Studium haben, die so denken, was ja im Grunde eine gute Grundhaltung ist. Aber wenn man das dann praktiziert als Beruf, dann macht es A krank und B hilft es den Menschen nicht. Die Politik müsste nochmal genauer hinschauen, was ist denn professionelle soziale Arbeit und wie können wir einen Boden schaffen, wie können wir die Strukturen schaffen. Das heißt A mal nicht der geldliche Wettbewerb und B auch eine höhere Anerkennung vielleicht der Professionalität von Sozialarbeiten. Und das würde auch bedeuten, dass die ein bisschen besser bezahlt werden für die Verantwortung, die sie zum Teil tragen. Und wir brauchen gute Sozialarbeitende, die wissen, was sie tun.